Ja. Und draußen blitzt es gerade ziemlich stark. Is that the war god priest from that Death Star's vision? They all look alike to me. Whatever that sound is, it can't possibly be anything good. It's one of those bats again. It sounds like they're feeding it to something. To the Queen of Darkness, I'd wager. I thought they were gonna feed the prisoners to her. Still could be. This might just be the appetizer. Fair point. After you. Wird alles durchgekloppt. Alles durchgenudelt. Und plötzlich sind alle wieder sauer. Kann doch nicht wahr sein. Och, Mädchen. Das ist doch Bullshit, was du da machst. Hoch mit euch! Oh mein Gott! Muss man hier erstmal alles bekämpfen? Oh mein Gott! Dass sie diesen tollen, starken Fury-Angriff auch abblocken können, das ist unfair! Und es ruckelt! Du kriegst es auch auf die Nase. Oh, nein, ich muss verschwinden. Ah, ich bin wieder da. Ich hab euch nur verarscht. Yeah. Nein, ich bin ein anderer. Ich hab euch nur verarscht. Hab ich jetzt eine zweite Leiste für die Fury-Angriffe? Wieso fällt mir das erst jetzt auf? Na, du kommst bestimmt doch wieder hier hoch, ne? Ne? Ja, genau. So, dann kann ich mich währenddessen mal buffen. Dann kommst du wieder. Gibt's mehr auf die Nuss? Na, kommt schon. Kommt hier wieder hoch. Wieder hoch. Na, danke. Aber irgendwie bleibt er nur bei der Nummer 1, ne? Und ouch. Und draußen blitzt es wieder. Yeah. Nein. Ach, Mist. Ich? Ja, komm. Hör auf mit dem Blödsinn. Dann bin ich mal stehen. Kämpfe wie ein Mann. Bleib stehen. Nimm deine Waffe in die Hand. Und kämpfe. Ich hab keine Waffe. Ich bin ein Zauberer. Und bam. Von hinten angegriffen. Zwar nicht ehrenvoll, aber was soll's. So wie diese Gegner kämpfen, ist es auch auf keinen Fall ehrenvoll. Yay. Wir haben den. If you bring me double of the slaves you promised. Double? Is that a problem? No, master. Only might we keep a few slaves for ourselves? The Queen of Darkness, she is not there. All slaves will be brought to me, alive. The slave is the only sustenance you or your queen require. Yes, yes, forgive me. Give me, most generous master. You shall have your slaves, master. All you wish for. Schön aufgezogen. So, the Wargar aren't calling their own shots. Aye, but who is? Where did this slag, he called it? Where did it come from? The Wargar seem addicted to it. Did he say they were feeding it to the Queen of Darkness? You saw what it did to that Wargar. If that beast gets a taste of that liquid, things can get real ugly real fast. Wieder mal für die Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, wenn hier jetzt wieder kein Kampf losbricht und endlich mal ein bisschen Ruhe einkehrt. So, wir haben hier diesen Hohepriester kaputtgeschlagen, der jetzt überhaupt nichts mehr übrig gelassen hat, nicht mal mehr seine Gebeine. Wir haben in seine Vergangenheit geschaut und er hat irgendeiner mysteriösen, dunklen, dämonischen Person versprochen, alle Sklaven ihm zu überlassen
und auch keine der Queen of Darkness zu übergeben, damit sie weiterhin profitieren kann von The Slag, was sie so stark macht. Start a fire there, girl. I'm sure you've been looking for an excuse. Natürlich. Ja, find a proper flame. Halt mal deine Pfeile in die Lava. Genau. Das dürfte warm genug sein. So, was haben wir hier denn noch? Hier irgendwo noch was Interessantes? Was ist das denn? Können wir den Schild noch wechseln? Ja, das ist doch schön. Meine Nase juckt wieder mal. Und, Achso, wir kamen von der anderen Seite, genau. Da haben wir ja gekloppt. Blade of the... Wow. Was? Verdammt. Shit! Das sollte nicht passieren. Oder doch? Nehmen wir mal das schnelle Schwert. Oder? Ja, wir nehmen das mal. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt hier runterkomme. Verdammt, weil oben wollte ich doch eigentlich noch etwas schön anzünden. Ach, verdammt. Dann müssen wir wahrscheinlich nach unten. Es gibt keinen Weg mehr nach oben. Schlecht. Für uns. Schade. Das wusste ich leider nicht, dass das eigentlich wie eine Falle ist und dann direkt runtergeht. Das Schwert sieht auch interessant aus, aber ob das effektiv ist, also wirklich effektiv, ist was anderes. Vielleicht. Obwohl das schon so einen kleinen Widerhaken-Effekt hat. Hätte. Tut und täte. So, schön und gut. Dort könnten wir wieder wechseln, wenn wir wollten. Nein, wir haben uns an Kennock schon langsam gewöhnt. Oh. Das sieht mir fast schon nach Queen of Darkness aus. Und das heißt, das wird auch nicht lecker. Oh mein Gott. Gott, das ist die Queen of Darkness. Kadok, the spider. I noticed. Oh. Thank you, Captain Obvious. Escape. Muss kaputt machen? Oder was? Kadok, the rocks are collapsing. Ja, das ist schön. Das ist wunderbar. So, und hier jetzt erstmal alles wegkratzen. Einfach nur weg. Das war... schlecht. Ich darf nicht mal Zeit damit verplempern, die umzubringen. Ach, Kacke. Hä? Sonst ist aber alles okay, ne? Gut. The spider I noticed. Das ist böse. Skip it. Ah, eine Fiole. Jetzt lauf jetzt. Ah. Okay. So, jetzt wissen wir, dass da auch eine Fiole ist. Und wir sterben jetzt noch ein paar Dutzend Mal. Das ist kein Ding. Dann in 25 Parts werdet ihr sehen, wo wir sind. Ne, das ist dann alles super. Egal, ich versuche dann noch ganz schnell die Fiole einzusammeln. So, direkt aufnehmen. Und weg hier. Und. Nein! Das reicht zeitlich nicht mal, um die Fiole zu nehmen? Wie dumm ist das denn? Wenn da sowas ist, muss es doch zumindest eine Möglichkeit dafür geben. Ja, das tut weh. Schaden. Yeah. Ah, Mensch.
So, wir wissen, wie die aussieht und wir müssen da durch. Escape. Ja, das ist schön. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Elara wird das auch schon hinkriegen. Irgendwie. Oder auch nicht. Ich geh kaputt. Irgendwie muss das doch, genau, kaputt gehen. Ich wollte schon gerade sagen. Genau, einfach laufen, 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 laufen. Run for your lives. Oh, das ist auch mal was. Das gibt eine richtig... Wow! Wieso? Ich werde geblockt. Wow. Eine Fiole. Ich will immer Äthe-Fiole sagen, aber... Das stimmt ja nicht. So, und jetzt wird zurückgeschossen. Und genug Schaden machen die Teile auch gut. Einfach immer versuchen, ins Maul zu schießen. Oder auf den Kopf. So. Was macht das Vieh jetzt? Ja, alles gleich. Boah, wie hoch muss ich denn zielen? Reicht das? Naja. Ai, ai, ai. Wie dreckig. Also ich fand nicht, dass der wirklich so spitz aussah. Aber gut, wenn's hilft. Wir werden nie über das sprechen. Wieder. Perhaps you have a point about bugs. There you are. About time. You must hurry. My physical body is on the move, and I fear many humans will be slaughtered. The Wargar have taken us out of the dungeons into the wilds of Govad beyond. They've taken you out of their stronghold? Why? I do not know, but I dislike it. You just said many will be slaughtered. You know something. Only what I've told you, Huntress. My words only frustrate you because events are beyond your comprehension. Maybe you're right. Perhaps if I cut out your tongue, your words would no longer frustrate me. Easy girl. I promise if you rescue my physical body, it will all come clear. Yes, that's what worries me. You really trust her? I think her lily-white ass is clouding your thinking. I'm thinking of the mayor's big fat ass and the reward he promised. I've never known you to put a woman over money, Kadik, so I guess I believe you. Good. Now, let's get out of these damn caves and get to the wilds. Ja, raus.